Penne, war der erwartet schwierige Test gegen Sandhausen, oder? Ja, was heißt schwierig? Es war einfach ein sehr, sehr guter Test auf wirklich absolutem Liganiveau. Wir haben uns sehr, sehr gut verkauft und ja, haben aber halt leider ein bisschen unglücklich verloren und haben noch einen wichtigen Spieler verloren, wie es aussieht. Aber sonst war es ein guter, sehr guter Test. Gegentor durch den Standard, wie hast du die Situation gesehen? Ja, ist halt ein Eigentor von Aster gewesen, ist halt unglücklich, er will halt köpfen, köpfen halt dann, ja. Aber sowas passiert. Ist jetzt nächstes Mal ist gut, dass es heute passiert und nicht nächste Woche dann. Welche Lehren konntet ihr jetzt aus dem Spiel rausziehen? Ja, dass wir eigentlich über weite Strecken echt dominant gespielt haben, aber wir im letzten Drittel noch nicht so energisch in die Box gegangen sind, um einen Torabschluss zu finden. Leider, wir haben jetzt noch eine Woche Zeit und ich glaube, die Jungs, die werden da auch nochmal gut Gas geben, damit sie dann hungrig zum ersten Spieltag da sind. Und welche Elemente, die ihr euch vorgenommen habt, konntet ihr heute umsetzen? Ja, unser Motto ist ja immer, unsere Energie einfach auf dem Feld zu bringen und immer Vollgasfußball, genau das zeichnet uns aus. Ich glaube, das haben wir heute in allen Bereichen, defensiv wie offensiv, einfach gezeigt, dass wir immer mit 100% den Gegner anlaufen wollen. Und ich glaube, das haben die Jungs echt ganz gut gemacht heute.